Liebe Zuschauer, wir hatten bereits berichtet, im November 2011 sind in Hoyerswerda und Bernsdorf die Projekte 1 Quadratkilometer Bildung gestartet worden. Über Hoyerswerda haben wir schon kurz Bilanz gezogen. Dasselbe wollen wir heute natürlich auch in Bernsdorf tun. An meiner Seite Jens Walter, der Projektkoordinator. Was unterscheidet Bernsdorf und Hoyerswerda? Zum einen auf jeden Fall der ländliche Raum. Wir sind jetzt nicht das Ballungszentrum. Dadurch haben wir größere Strecken, die zurückgelegt werden müssen. Wir haben deutlich weniger Leute und es ist alles etwas kleiner. Trotzdem profitieren wir natürlich gegenseitig voneinander. In Bernsdorf wird die Leseförderung besonders groß geschrieben. Können Sie mal erklären, was hier so für Projekte laufen? Gerne. Also wir haben die Lesementoren in der Grundschule. Da kommen ehrenamtliche Helfer in die Grundschule und betreuen einzelne Kinder, denen das Lesen noch ein bisschen schwerer fällt. Einzeln und dadurch haben sie dann die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum besser mit dem Lesen auseinanderzusetzen. Sie bekommen Hilfestellung und die Ergebnisse zeigen, dass dadurch im Unterricht die Kinder deutlich besser mitkommen, viel mehr Selbstbewusstsein haben, gerne danach vorlesen, auch im Unterricht und einfach gut gefördert werden dadurch. Anfangen tut es aber bereits schon in der Kita. Genau, richtig. Wir haben das Vorlesekinderprojekt in der Kita, also in allen Bernsdorfer Kitas und Umgebung. Da kommt ein ausgebildeter Radiomoderator mit seiner Handpuppe und führt die Kinder ans Lesen heran, vor allen Dingen auch die Kompetenz zum Zuhören und auch, dass die Kinder einfach Spaß haben beim Lesen. Und er macht das auch sehr schön und führt die Geschichten sehr eindrucksvoll auch vor mit seiner Handpuppe. Ein weiteres Projekt ist ja, es ist ja immer so um Fokus Grundschule, Kita, dass man da so ein bisschen mehr vernetzt. Da gibt es in der Grundschule ein Projekt, wo ich richtig gestaunt habe, konnte ich mir nicht vorstellen. Die Eingangsbegleiter, ganz genau. Das ist für Kinder, die in die erste Klasse kommen und denen es noch ein bisschen schwerfällt, sich in der Schule zurechtzufinden, die vielleicht auch noch ein bisschen Probleme haben mit der Sozialkompetenz und einfach im Unterricht nicht ganz mitkommen. Und da haben wir auch ehrenamtliche Helfer, die die Kinder dann einen Vormittag die Woche betreuen und einfach Hilfestellung geben, was es bedeutet, in der Schule zu sein, auch mit den Kindern mal spielen, um sie ein bisschen auszulasten und dass die Kinder auch einfach einen festen Bezugspunkt in der Schule haben und sich dadurch besser aufgehoben fühlen. Und wir merken, dass in der zweiten Klasse die Kinder sich deutlich besser zurechtfinden. Schönes Projekt, muss man wirklich sagen. Neu gibt es jetzt auch was, was gerade die Flüchtlingszahlen betrifft. Da wird jetzt auch in Bernsdorf was Neues herangeführt. Richtig, wir haben jetzt eine Eltern-Kind-Gruppe gehabt, wo Eltern zusammen mit ihren Kindern mit uns zusammen hier spielen und auch dadurch an Deutschkenntnisse herangeführt werden und dadurch der Übergang in die Kita erleichtert werden sollte. Das hat auch gut funktioniert. Viele Kinder sind jetzt in der Kita und haben durch uns die Möglichkeit bekommen, sich schon mal ein bisschen daran zu gewöhnen, was es bedeutet, im Kreis zu sitzen, was es bedeutet, mit anderen Kindern zu spielen. Und es war ein sehr schönes Projekt und hat gut funktioniert. Jetzt wird es weitergeführt in der Grundschule, weil die Flüchtlingskinder müssen ja auch zur Schule gehen. Richtig, wir haben in Bernsdorf das Glück, würde ich sagen, dass es eine Standortschule für den DATS-Unterricht ist, also für Deutsch als Zweitsprache. Und wir sind jetzt dabei, ein Konzept noch ein bisschen zu entwickeln, um wirklich langfristig den DATS-Unterricht gut abzusichern. Und es ist ja abzusehen, dass die Flüchtlingszahlen eher nicht sinken werden und dadurch auch einfach Nachhaltigkeit generiert werden soll. Nun sind ja alle diese Projekte immer von Ehrenamtlichen begleitet. Das heißt, da wird man wahrscheinlich auch ständig auf der Suche sein, oder? Sind wir tatsächlich. Das ist der Nachteil am ländlichen Raum. Es sind einfach wenig Leute da. Und dadurch sind wir immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen und freuen uns immer über Mitarbeit. Mal kurz gefragt, wie viel Zeit muss dann so ein Ehrenamtler einplanen? Und wenn er Lust und Laune hat, wo soll er sich melden? Also für Ehrenamtliche, die das Lesementorenprojekt unterstützen wollen, ist eigentlich nur Grundvoraussetzung, dass man gerne mit Kindern zu tun hat und gerne auch mal vorliest. Und dafür sind so 1 bis 2 Stunden die Woche völlig ausreichend. Für Eingangsbegleiter ist es ein bisschen zeitaufwendiger. Da sollte vielleicht ein Vormittag die Woche eingeplant werden. Da sind wir nochmal bei Melden. Wo? Gerne bei mir hier im Mehrgenerationenhaus, wo ich mein Büro habe, unter der eingeblendeten Telefonnummer. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche natürlich toi 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 für alle Projekte. Vielen Dank.